Karin Göring. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wer zur Hölle ist das? Göring, den Namen habe ich doch schon mal bei Guido Knopp gehört. Nein, Karin Göring-Eckert, die sympathische Vollzeitbetroffene von den Grünen. Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Das Verrückteste, was Journalisten zu der konservativen Grünen einfiel, ist, sie hat ein gutes Gespür für Metathemen. Zum Beispiel für fröhlich-vegetarische Rezepte auf ihrer Webseite. Manchmal backt sie selber Brot. Vielleicht weint sie dabei. Sie mag Edward Snowden, Homosexuelle, ist Feministin, Verzeihung, jetzt bin ich kurz eingenickt, und hat wie fast alle Politiker ein gespaltenes Verhältnis zur Bekleidungsästhetik. Jetzt haben sie's. Viele kennen sie gar nicht. Und das, obwohl sie sich seit Jahrzehnten in den ersten Reihen des Bundestags befindet. Da sollte man doch mal genauer hinschauen, wie diese sympathische, erfolgreiche Dame dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Nämlich in die erste Reihe. Die erste Reihe des Bundestags, wo sie Tag für Tag fleißig daran arbeitet, ihnen ordentlich vorzuschreiben, wie sie zu leben haben und wie nicht, was gut ist, was nicht, wie man zu leben hat und wie nicht. Es geht einerseits darum, sind wir ein Land, was für Migrantinnen und Migranten offen ist, was Leute anzieht, die wir übrigens dringend brauchen, nicht nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen. Zum Lebenslauf gibt's nicht viel zu sagen. Studium erfolgreich abgebrochen. Ausbildung erfolgreich abgebrochen, Ehe erfolgreich gescheitert. Ja, ich habe nicht zu Ende studiert. Die Verantwortung liegt bei mir, schreiben Sie rein, Fischer ist schuld. Dafür ging's dann aber in der Politik richtig rund. Wie schon erwähnt, erste Reihe Bundestag, da muss man ja erstmal hinkommen. Der naive Politikneuling möchte jetzt meinen, Millionen von Menschen müssen diese Frau gewählt haben. Sonst wäre sie ja schließlich nicht da. Und schon gar nicht in der ersten Reihe. Aber das ist nur bedingt richtig. Das schauen wir uns heute mal an. Frau Göring-Eckert tritt nämlich in Erfurt an. Um genau zu sein, im Wahlkreis Weimarer Land 2. Dort gibt es 220.000 Wahlberechtigte. 75% von diesen 220.000 Leuten sind zur Wahl gegangen. Von den 168.000 Wahlberechtigten, die ihre Stimme abgegeben haben, haben stolze 7,1% Frau Göring-Eckert und die Grünen gewählt. Das entspricht 11.942 Menschen. Das ist die Zahl, die sie brauchen, um in die erste Reihe Bundestag zu kommen. 11.942 Unterstützer. Na, vielleicht nicht ganz. Es kommt nämlich drauf an, wer sie da unterstützt, wie sie ja an zahlreichen Beispielen sehen. In unserer lustigen Demokratie ist Stimme eben nicht gleich Stimme. Also glauben Sie mal nicht, nur weil jetzt nachher 20.000 Leute dieses Video hier sehen und ein paar tausend hoffentlich auf Like drücken, komme ich noch lang nicht in den Bundestag. 12.000 Stimmen bei ca. 80 Millionen Einwohnern, in Wirklichkeit sind es ja 82, aber wir sind ja hier im Quick and Dirty Kanal und halten uns deshalb nicht an Kleinigkeiten auf. Wir rechnen also für Sie positiv mit nur 80 Millionen. 12.000 Stimmen von 80 Millionen Menschen, die in diesem Land leben, das entspricht einer gigantischen Zustimmungsquote von sage und schreibe 0,015%. Also Sie können sagen, was Sie wollen. Sie können sagen, die Tante redet ja blödes Zeug, die hat keine Ahnung, was will denn die da überhaupt? Aber seien Sie da mal nicht zu voreilig. Stolze 0,015% ihrer Mitmenschen stehen feste hinter unserer Karin. Nun ja, um mal ehrlich zu sein, viel geht anders. Da könnte eventuell auch der ein oder andere ausgewiesene Freund der Demokratie ins Grübeln kommen, ob das so sinnig ist, dass jemand, der 0,015% der Leute des Landes hinter sich hat, tatsächlich irgendwie relevant an Politik mitarbeiten sollte. Und ob da nicht vielleicht,
systematisch das ein oder andere eventuell geringfügig im Argen liegt. Nun gibt es ja nicht wenige Leute, die ohnehin so ihre Probleme mit der Demokratie haben und da einige fundamentale Probleme sehen. Zum Beispiel das Problem, dass sie bemängeln, dass es sich hier um die Herrschaft der Masse handelt. Also, dass 51% theoretisch über die anderen 49% herrschen können, ihnen Vorschriften machen, ihnen sagen, wie sie leben sollen und so weiter. Durchaus ernstzunehmende Einwände, die man nicht so ganz von der Hand weisen kann. Aber selbst wenn man ein ausgewiesener Freund der Demokratie ist, muss man doch zumindest mal darüber nachdenken, ob da nicht irgendwas ziemlich fundamental im Argen liegt, wenn man mit 0,015% der Stimmen an Schaltpositionen kommen kann. Und ob hier nicht die Demokratie geradezu ad absurdum geführt wird. Mit Mehrheiten haben 0,015% ja nun so wirklich gar nichts zu tun. Noch nicht einmal im Ansatz. Stellen Sie sich doch mal ein anderes Modell vor. Stellen Sie sich doch mal vor, dass unsere 700 Abgeordneten, die wir im Bundestag hätten, tatsächlich Leute sein müssten, welche über den größten Rückhalt in der Bevölkerung verfügen. Da würde die Welt ganz anders aussehen. Da würden sie mit 12.000 Stimmen keinen Blumentopf gewinnen, wie übrigens auch bei den meisten Oberbürgermeisterwahlen. Dieser kleine Karlauer nur am Rande. Wie könnte das zum Beispiel aussehen? Nun, zum Beispiel könnte es so sein, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, 10 Menschen seines Vertrauens aufzuschreiben. 10 Menschen, von denen er sich vorstellen könnte, von diesen vertreten werden zu wollen. Also die 60, 62 Millionen Stimmberechtigten schreiben jeweils 10 Leute auf eine Liste, dann rechnet man all diese Nominierungen zusammen und sucht sich die 700 Menschen raus, die eben am meisten diese Stimmen bekommen haben. Das kann man sich dann mal kurz durchrechnen. Da würde dann rein theoretisch die Zahl 885.000 rauskommen. Muss man jetzt natürlich noch ein paar abziehen, weil natürlich nicht alle die gleichen Leute aufschreiben. Aber wenn man das mal so im Groben überschlägt, dürften dann so in etwa 400.000-500.000 Stimmen nötig sein, um in den Bundestag zu kommen. Nun vergleichen wir diese Zahlen. 400.000-500.000 im Verhältnis zu den mickrigen 12.000 Stimmen, die Frau Göring-Eckardt hinter sich hat. Nicht gerade sonderlich überzeugend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir würde Option 2 besser gefallen, wenn ich denn zwischen diesen zwei Optionen wählen müsste. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, was ihr dazu sagt, dass man mit 0,015% der Stimmen in den Bundestag kommen kann, was ihr von meinem Gegenvorschlag haltet. Bin ich sehr gespannt darauf. Gleichzeitig machen wir noch demokratisch eine schöne Abstimmung. Hatten wir ja schon mal. Wenn ihr der Meinung seid, dass Göring-Eckardt im Bundestag nichts verloren hat, dann drückt den Daumen hoch. Wenn ihr meint, die muss auf jeden Fall im Bundestag sein, dann einen Daumen runter für das Video. Und dann schauen wir mal, ob wir es vielleicht sogar auf meinem kleinen schnuckligen Kanal schaffen, dass wir selbst hier mehr Leute finden, die dafür sind, dass Göring-Eckardt im Bundestag nichts zu suchen hat, als sie überhaupt gewählt haben. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass wir mehr Views sowieso hinbekommen wahrscheinlich, aber mit ein bisschen Glück schaffen wir sogar mehr Abstimmungsergebnisse als Frau Göring, also Frau Göring-Eckardt. Das wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ich bin gespannt, wie immer liegt's allein an euch. An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf unser letztes Video hinweisen, da habe ich dazu aufgerufen, 3 Videos entsprechend zu bewerten. Das hat wunderbar geklappt. Herr Böhmermann kann sich jetzt darüber freuen, stolzer Besitzer eines absolut katastrophal bewerteten Kanalvideos zu sein. Ich glaube, das sollten wir öfter machen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und nicht vergessen, abstimmen und euren Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao, ciao. Zärtlichkeit, oh Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen,
blöden Männer will gern am Telefon. Oh, Männer sind mal Zeit bereit. Männer will schlechtlich in Ghetto und ihre Lässigkeit. Männer haben schwer den Zeit. Draußen hart und innen ganz weit. Denn es geht schon auf Mann geeint. Wann ist immer ein Mann? Und ersetzt dich.